Mr. Mike. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute mal wieder eine Runde Basketball. 3 gegen 3 auf ganz entspannt. Das Alter, das Durchschnittsalter hier beläuft sich circa bei, ich würde mal sagen 42, also erwartet nicht zu viel, gestopft wird heute wenig, einfach just for fun, zur Liebe am Sport, ein wenig Bewegung, die alten Knochen nicht einrosten lassen, daher, ja. Und heute mit einem Ehrengast, möchte ich mal so sagen, Frank hat mich besucht, aus Frankfurt ist der gute Mann gekommen, hat mich sehr gefreut, Frank. Wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus. Der hat hier Urlaub gemacht im Chiemgau, hat mir schon Monate vorher geschrieben, dass er gemeint hat, hey, wenn ihr hier runterkommt, würde ich gerne mit mir ein paar Körbe werfen. Wir waren 2 Tage davor Streetball spielen draußen, wunderschönes Wetter, war perfekt. Also er hat sich sowieso das perfekte Wetter ausgesucht zu der Zeit, wo er gekommen ist. Dann am Donnerstag noch mitgekommen. Mega Spaß gemacht, mega netter Typ. Und ich habe auch schon mal ein Video drüber gemacht. Wenn ihr mich besuchen wollt hier im Chiemgau, mit mir ein paar Körbe werfen wollt. Ich bin der Letzte, der da Nein sagt, wenn man mich nett fragt. Gar kein Act, ich muss halt einfach nur Zeit haben. Da hat es einfach perfekt gepasst, jetzt im Sommer. Die Tage sind sowieso länger, am Abend geht dann mit Sicherheit immer 1-2 Stunden Basketball. Daher schreibt mich an, Instagram, Mr. Mike Production oder auch Facebook. Funktioniert auch oder, ja, das passt schon. So, also hier eine Runde Basketball. Wir haben echt gut gezockt in der Hinsicht, weil wir echt lange gezockt haben. Waren schon 1,5 Stunden. Geschwitzt haben wir, hat sich keiner verletzt, Spaß hatten wir. Und das sind eigentlich die wesentlichen, wichtigsten Faktoren überhaupt, um Basketball zu spielen. Ne? Es gibt natürlich einige Leute, die halten sich für besser. Dem ist das Niveau hier schlecht, zu schlecht, die wollen es nicht anschauen, schauen sich es aber trotzdem an. Ich meine, hey, heutzutage kann man sich so viele verschiedene Ligen im Internet anschauen, du weißt schon gar nicht mehr, was du anschauen sollst, was diejenigen dann bei mir wollen, ne? Als selbsternannter Profi, vielleicht in der Regionalliga aktiv, aber ich weiß es nicht, ne? Daher, hey, könnt gerne haten, könnt gerne euer Kommentar da lassen, wie schlecht die Defense ist, wie schlecht die Offense ist, was weiß ich, ihr könnt raushauen, was ihr wollt. Hey, alle sind willkommen und dürfen den Senf ablassen, aber ich weiß nicht, was es euch bringt für das Ego, keine Ahnung. Jedenfalls, wo war ich? Ja, heute mal in der Halle und ich muss sagen, weil wir wirklich 1,5 Stunden gezockt haben, ich möchte ein bisschen auf das Thema Dreier eingehen. Ne? Wir haben wirklich hier fast jedes Game gewonnen. Ich weiß nicht, wie viele es waren. 5, 6, 8, keine Ahnung. Und am Ende kam halt wirklich so dabei raus, wenn ich mir so die Gedanken darüber gemacht habe, wir haben eigentlich öfter gewonnen, weil wir einfach Dreier geworfen haben. Ne? Natürlich auch getroffen, aber im Verhältnis hatten wir, glaube ich, pro Spiel, ungelogen, 20 bis 30, 40 Dreier mehr als das andere Team. Ne? Übrigens, hier, Team Mike und Team Mirko, ich habe das jetzt nicht so benannt, um irgendwie egoistisch zu sein oder irgendwie großkotzig oder angeberisch. Nein, ich habe mir nur gedacht, so kann man es besser aufteilen, weil ihr kennt ja mich vor allem natürlich auf meinem Kanal und Mirko solltet ihr wahrscheinlich auch schon mittlerweile kennen, weil Mirko so oft vertreten ist, daher. Ja, Mann, ich habe wieder mit Sanjen zusammengespielt und mit Robert, im anderen Team Mirko, Frank und Christian, der jetzt hier gerade am Ball ist. Christian packt auch ab und zu seine Oldschool-Moves aus. Auch super korrekter Typ, freut mich auch immer wieder, dass er vorbeikommt. Und auch noch so ein Ding, wer im Chiemgau lebt, Raum Rosenheim, Traunstein, Donnerstagabend haben wir immer die Halle zur Verfügung, Sommer wie im Winter. Und zurzeit kommen echt wenig Leute, was sehr schade ist und was ich auch nicht so verstehe, ja, aber ja, wir sind ja natürlich auch alles Vollzeitabende, arbeitende Menschen, haben Frau zu Hause, Kinder, sonst was, Privatleben, daher ist es natürlich nicht immer leicht, sich da die Zeit zu nehmen, da mal vorbeizukommen. Wer aber möchte, Zeit hat, ihr seid herzlich willkommen. Würde mich freuen, wenn mehr Leute am Start sind. Bockt natürlich immer mehr. Wir können aufs Großfeld zocken, aber 5-5 ist zurzeit echt sehr selten. War schon monatelang nicht mehr so. Daher haut mich an. Auch deshalb Instagram Mr. Mike Production, Facebook Mr. Mike Production. Einfach mal anschreiben, fragen und checkt vorbei. Vielleicht
bockt es euch ja. Vor allem im Winter natürlich interessanter, weil im Sommer bei 30 Grad draußen versuche ich natürlich auch die Halle zu meiden. Da gibt es Leute, die stehen auf die Halle, egal wie heiß es draußen ist. Ich bin mehr so der Typ, hey Sommer, geil, draußen, Halle, nein. Aber das darf auch jedem selbst überlassen sein. Ich brauche einfach dieses Sommerfeeling, macht mehr Bock. Aber auch draußen habe ich zurzeit das Problem, na, bei mir in der Gegend hatte ich schon immer das Problem, dass ich selten mal Leute gefunden habe. Oh, ich muss mal kurz unterbrechen, weil hier jetzt gerade, ne? Das Thema Dreier, das ist hier der Grund, warum wir eigentlich so viel und auch leicht eigentlich gewonnen haben, ne? Wenn du die Dreier triffst. Jeder Dreier bei Super Bowl, 2 Punkte, easy money. Und ja, du musst die Teile nur noch treffen, das will ich dann auch sagen. Ja. Da läuft es einfach. Ne? Hier mal ein kleiner Run und schon bist du wieder. Und schon hast du gleich 6 Punkte aufgeholt. Weißt du, das ist Basketball. Basketball kann ja auch so unglaublich einfach sein. Es war aber schon ein schöner Run. Wie viele Dreier waren das jetzt hintereinander? Ich glaube 6. 6 oder 5. Das ist easy money. Wenn du triffst. Das Krasse bei mir ist aber da auch gewesen an diesem Tag oder überhaupt mittlerweile. Auch wenn ich mal 5 hintereinander nicht treffe. Alter, ich scheiß mir nichts mehr. Ich habe echt so dicke Eier bekommen, dass ich einfach weiterwerfe. Und wenn ich die nächsten 5 auch nicht treffe, habe ich wirklich echt so dicke Eier bekommen, dass ich die nächsten 5 auch nicht getroffen habe. So 10 Dreier hintereinander nichts getroffen, scheiß drauf. Weiter. Weil genau das ist es. Ne? Weiter, immer weiter. Früher in einem Vereinsspiel mit einem Trainer konntest du dir das nicht erlauben, ne? Der hätte dich sofort nach 2-3 Dreiern wärst du auf der Bank gesessen, ne? Die du nicht getroffen hast und einfach so egoistisch genommen hast wie ich hier. Weißt du mal? Das hat sich krass geändert. Auch bei mir so im Kopf mittlerweile. Ne? So drauf geschissen, einfach werfen. Einfach werfen. Umso mehr Optionen du hast, umso mehr Möglichkeiten, Versuche du hast zu werfen, umso mehr Chancen hast du natürlich auch, um zu treffen und zu punkten. Wenn du dir diesen Gedanken so gibst, ne? Früher, dann musste jeder Wurf so richtig ausgerechnet sein. Wann bist du wirklich hundertprozentig frei? Wann kannst du es dir erlauben, dass du jetzt mal einen Wurfversuch startest? Ne? Das war früher sehr pingelig, muss man fast so sagen. Ne? Ein Dreier gegen einen Verteidiger, so direkt face to face, das gab es damals so nicht. Alter, da warst du weg. Das war egoistisch, das war hey. Es war größenwahnsinnig, so was hast du dir, da wärst du nicht auf den Gedanken gekommen, ne? Da merke ich es bei mir vor allem, ja krass, das Spiel hat mich so auch, mein Spiel hat sich vor allem auch krass verändert und vor allem auch mal der Kopf, der Gedanke dazu. Ne? Anderes Ding ist natürlich, du musst die Teile natürlich treffen. Ich meine, es hilft dir nichts, wenn du jetzt 20 Dreier wirfst, aber nicht einen triffst, das ist für den Arsch. Andererseits ist, wenn du schneller bist als dein Verteidiger und du hast die Möglichkeit zu werfen, weil der Verteidiger nicht nah hingeht, weil er weiß, er ist langsamer als du. Wenn er zu nah hingeht, bist du vorbei. Ne? Das habe ich zum Beispiel bei Marvin oft. Marvin ist ein Killer-Dreier. Ein Killer-Dreier-Schütze. Ne? Wenn ich da zu nah hingehe, weil er auch verdammt schnell ist, ist er vorbei. Bin ich zu weit weg, ballert der halt 80% vom Dreier. Ne? Also ich hab, da kannst du dir aussuchen, wie willst du leben, wie willst du sterben, so in der Art. Das ist schon krass. Und das ist ein ganz anderes Ding. Ne? Du musst dich ja immer auf deine Verteidiger einstellen. Ne? Oder wenn du im Team bist, hast du natürlich viel mehr Varianten, viel mehr Möglichkeiten. Du könntest Blöcke stellen, du könntest einen Block bekommen, könntest so deinen besseren, schnelleren Verteidiger abwimmeln, indem du einen guten Block bekommst, aber sind wieder andere Faktoren. Hier zum Beispiel werden nicht so viele Blocks gestellt. Es ist einfach hier, ja, es ist just for fun. Hier sind auch viele Leute dabei, die einfach keine Basics zum Beispiel haben. Nicht, dass ich jetzt so die besten Basics habe. Ich habe natürlich schon für den Verein gespielt, aber Basics so an sich, wow, weiß nicht, 50-50 Basics. Weißt du, der Rest ist einfach selber probiert, herausgefunden, wie es am besten läuft. Und ja, einfach Basketball, ne? Hier solche Dinge machst du einfach nur mit Gefühl. Da helfen dir Basics nicht. Ich bin nicht lehrbuchreif. Ich bin nicht aus dem Lehrbuch entsprungen. Ne? Bei mir ist alles so. Ja, aber deshalb habe ich auch einen eigenen, ungewöhnlichen Spielstil, auf dem natürlich jemand, der nach Lehrbuch vorgeht, nicht wirklich oder nicht immer drauf reagieren kann, weil es einfach nicht dem entspricht, was man erwartet. Ne? So
Moves zum Beispiel, wenn du jemanden hinter dem Rücken den Ball dribbelst, damit rechnest du nicht, weil man es einfach nicht macht. Wieso macht man sowas? Hey Mike, was soll der Scheiß? Weißt du, was ich meine? Das ist, ja, es ist Streetball. Ich bin einfach ein Streetballer. Streetball ist einfach pure Liebe. Das alleine schon, hey, ich bevorzuge immer den Freiplatz vor der Halle. Ich bevorzuge Show, bevor der einfache, langweilige Punkt kommt. Ne? Ich brauche einfach diese Unterhaltung. Ohne Streetball wäre die Liebe zum Basketball an sich nie so groß geworden, sage ich. Ne? Diese Kreativität, die ich beim Streetball ausleben kann. Streetball ist einfach geil, Mann. Ne? Natürlich ist es wichtig, dass du die Punkte auch machst. Das ist ja das Ausschlaggebende dabei. Ne? Aber es ist für mich immer noch ein Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel einen guten Spieler alle machst, indem du noch mehr Style hast. Ne? Das ist natürlich, das ist nochmal was ganz anderes. Ne? Einen guten Verteidiger nass zu machen, ne? Wenn du besser bist und noch mehr Style hast und noch eine Show bringst, das ist einfach, das ist das allerhöchste, allergeilste am Basketball. Und in Deutschland gibt es wenig Leute, finde ich, also ich sehe zumindest wenig Leute auf dem Spielfeld, egal wo, Halle oder Freiplatz, die halt wirklich mit so einem gewissen Style spielen, dribbeln, passen, werfen, auf eine ästhetische Art und Weise, wo du dir echt denkst, wow, ey, das schaue ich mir echt richtig gerne an, wie der einfach nur dribbelt. Ich schaue mir echt gerne an, wie der wirft, weil der so eine schöne Wurfform hat. Hey, ich schaue mir so gerne an, wenn der spielt, weil der haut immer Pässe raus, no looks, oder der sieht Leute, die sonst, das sieht sonst keiner, das kann sonst keiner. Weißt du, das ist für mich Basketball. Deshalb bin ich auch so ein Riesenfan. Reason von Jason Williams zum Beispiel. Sein unglaublich einzigartiger, flashiger Spielstil. So, weißt du, das hat mich einfach so gefesselt und fesselt mich heute noch. Und ich bin immer noch so ein bisschen, ja. Und ich glaube, du denkst, du siehst es auch, wenn du meine Videos anguckst und ich einfach so spiele. Ich habe schon auch so einen gewissen Spielstil. Es ist mein eigener, ne? So ein bisschen kopiert von immer wieder irgendwelchen Spielern, dass du mit dir mal einen Move abguckst, aber im Endeffekt musst du diesen Move so einsetzen, dass er für dich selber passt und dass du damit selber Punkte machst oder damit du damit selber einen Crossover hinbekommst, irgendwie vorbeikommst am Spieler, was weiß ich, das sind so, ja man, nur kopieren reicht einfach nicht aus, ne? Wenn dann gut kopieren. Schlecht kopieren ist von Arsch, das bringt dir nichts. Das macht dich vielleicht noch eher schlechter, ne? Wenn du sagst, boah, ist das geil, das will ich unbedingt können. Aber du bekommst es nicht so hin. 1:1 irgendwas hinzubekommen ist sowieso verdammt schwierig. Wenn nicht sogar unmöglich. Aber manche Sachen, ja, und andere Sachen helfen dir vielleicht mehr. Vielleicht kommst du auch auf neue oder eigene Sachen. Ich meine, ich habe auch ein paar Moves, die ich mir selber beigebracht habe, die ich selber entdeckt habe. Da wo ich weiß, in dieser Situation könnte ich diesen Move eigentlich immer bringen oder regelmäßig, weil der Verteidiger in dieser Situation nicht damit rechnet, weil es einfach nicht lehrbuchmäßig ist und dann zieht das einfach. Ne? So dieser behind the back vom Defender. Ne? Ich spiele den Ball hinter meinem Rücken, hinter den Rücken vom Verteidiger in dieser einen gewissen Position kurz vorm Abschluss am Ring. Habt ihr das Tutorial schon gesehen? Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, aber das ist einfach, das ist ein Signature-Move von mir. Ich liebe diesen Move, den mache ich immer und immer wieder. Der funktioniert bei so vielen Verteidigern, weil der einfach nicht nach Norm ist. Der ist so, man rechnet damit nicht. Das ist einfach ein flashiger Move und das gucke ich mir immer gerne an. Auch noch im Nachhinein, wenn ich meine Videos bearbeite. Das ist vielleicht auch so ein Faktor, warum mein Spielstil so ein bisschen flashig geworden ist. Ich habe mich so oft immer wieder gefilmt, daheim bearbeitet. Dann habe ich mir angeschaut, hey, was sieht cool aus, was ist effektiv, was kannst du besser machen. So Analyse, wie es auch Profis machen. Nur Profis gucken sich natürlich nicht an, was sieht besser aus. Profis gucken sich an, was ist am effektivsten, wo sind die Fehler, was kann man in der Verteidigung umstellen. Teamsport, was kann man da mit dem Team variieren. Bei mir war es schon immer so, hey, was sieht geil aus, verbessere das. Wird stylischer, weißt du, das ist so, das ist einfach super, ne? Und natürlich die End-One Mixtapes, die ganzen, oh, der war natürlich nice. Oh, das war sogar der finale Wurf. Gezählt wurde hier sowieso total falsch, das war auch, ich bin froh, wenn ich nicht zählen muss, also, ja, 24-20, trotzdem gewonnen, passt. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike.